So, hallo, ich grüße euch mal wieder zum neuen Live-Video. Meine beiden Handykameras sind leider kaputt, sind die Handys haben da Schaden genommen durch den vielen Transport und durch die vielen Baustellen, wo ich immer reisen muss. Und wir müssen heute mal mit einer Webcam auskommen. Ich hoffe, dass die Verständlichkeit einigermaßen gut ist. Ich versuche langsam und deutlich zu sprechen, sodass ihr da trotzdem alles versteht. Ich habe jetzt eine gewisse Zeit keine Videos gemacht. Liegt einfach daran, dass wir sehr viel bauen und ich zusehen muss, dass ich die Termine halten kann. Und da kann ich leider nicht so viele Videos machen, wie ich eigentlich machen wollte. Es gibt sehr viel Neues zu erzählen. Ihr habt ja sicherlich meinen Ratschlag befolgt und habt euch bei hartgeld.com reichlich belesen. Und dort erfahrt ihr ja immer die aktuellen Neuigkeiten. Und ich empfehle das auch weiter im Auge zu behalten. Man hat ja auch schon mal versucht, Hartgeld abzuschalten. Ja, aber aufgrund dessen, dass ihr das immer wieder unterstützt habt, ist es also auch dort weitergegangen. Uns haben sie sicherlich auch schon ein paar Mal angefeilt und versuchen da irgendwie einen Keil reinzutreiben. Und um diesen Versuchen, sage ich mal, gleich im Keim zu entgegnen, möchte ich mal was Grundsätzliches sagen. Also es gibt ein paar Leute, denen habe ich das Vertrauen ausgesprochen, dass sie mit unseren Mitgliedern kommunizieren. Sie haben da auch die entsprechenden Mitgliedsdaten zur Verfügung gestellt, haben erklärt, dass sie sich darum kümmern, dass sie die Mitglieder anschreiben, wenn sie irgendeine Bewegung haben, weil ich das in der Summe nicht leisten kann. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe ja nicht nur das eine Projekt, ich habe 30 Projekte, die ich parallel betreibe. Und man hilft sich gegenseitig und wenn irgendwo ein Problem ist, ist es immer gut, wenn man noch aus anderen Projektgruppen Leute fragen kann, können wir mal mithelfen und können wir mal dies oder jenes mal schnell mit erledigen, weil es eben manchmal durch Angriffe, auch durch Faulheit von Leuten, haben wir auch Sorgen, gibt es auch, eine Sache, die nicht rund läuft und da ist es manchmal wichtig, dass da Leute schnell mal hinzukommen, mal mithelfen, mal was mit umladen, mal was mit sichern, dass nichts passiert. Und die erwarten natürlich, dass wenn ich mit denen was ausmache, dass das dann eingehalten wird. Und aus diesem Grunde muss ich dann immer mal zum Ordnungsgang rufen, wenn gewisse Dinge aus dem Ruder laufen. So, und das Erste, wo ich mal was machen muss, ist die Wahlkommission. Also, erstmal zum grundsätzlichen Verständnis. Ihr habt ja meine Videos gesehen, die Videoreihe verfolgt haben, wissen auch, worum es geht. Die Wahlkommission hat einzig und allein die Aufgabe, festzustellen, wer nach Rustag Deutscher ist und wer nicht. Das ist die einzige Aufgabe. Und ich muss sagen, die Hälfte der Leute ist auch wirklich dabei an der Sache und versucht da auch gute Arbeit zu leisten. Aber es gibt eben auch ein paar Störenfriede, die versuchen, die Wahlkommission für andere Zwecke zu missbrauchen, zum Beispiel für politische Arbeit. So, und dem musste ich natürlich erstmal jetzt vor kurzem einen Riegel vorschieben und musste auch jemanden rausschmeißen und habe dem auch Hausverbot erteilt. Und ich musste nochmal nachlegen und einen weiteren aus unserer Organisation entfernen, der hinter meinem Rücken versucht hat, Stimmung zu machen. Und zwar hat er versucht, die Wahlkommission zu einer Partei zu machen, indem er eine Abstimmung versucht hat. Und auf einer anderen Veranstaltung, gerade mal 14 Tage, 3 Wochen später, erklärt, er hat die jetzt zu einer Partei gemacht und wir wollen jetzt wieder unser staatliches Recht, aber bitte unter seiner Kontrolle. Und dann hat er irgendein Schreiben rausgezaubert, was er angeblich vom Verweser erhalten hat. Das ist natürlich alles gelogen, weil er zu dem Zeitpunkt schon lange rausgeschmissen wurde von mir. So, nur dass ihr erstmal wisst, wie die Sache läuft. Und ihr wisst ja, dass ich niemanden beschuldige, irgendwas zu tun oder irgendwas unterlassen zu haben, wenn ich es dem nicht nachweisen kann. Und in dem Fall ist die Beweislage erdrückend, weil ich ihn 6 Mal in der Sache schon abgemahnt habe und er das 7. Mal wieder gegen unsere ureigensten Regeln verstoßen hat. Und da musste ich dann endlich mal die Notbremse ziehen, weil es geht nicht. Wir sind durch den ganzen Mist, den die Leute dort verbockt haben, in eine Schieflage geraten bezüglich der öffentlichen Außendarstellung. Ihr wisst ja, dass die Außendarstellung ausschließlich von dem Bundesvorsitzenden gemacht wird. Das bin ich immer noch. Müssten wir wieder eine neue Wahl machen und dann müssten wir uns mal wieder neu aufstellen und den Vorstand komplettieren, weil einige der Meinung waren, die müssen nicht arbeiten, wenn sie eine Funktion übernommen haben. Und haben dann, ja, ein bisschen ohne Beitrag zu bezahlen, einfach mal durch Abwesenheit geglänzt. Und das kann ich natürlich nicht durchgehen lassen, weil jeder einen gewissen Anteil beitragen muss, weil wir sonst nicht vorankommen. Ne? Ihr wisst ja,
wenn wir alleine alle Sachsen, alle Bayern prüfen wollen, inwieweit sie eine Staatsangehörigkeit haben, ob es auch die richtige ist, könnt ihr euch vorstellen, Sachsen und Bayern, wie viel da dazugehören, wie lange so eine Prüferei dauert, nehmen wir mal an, zwischen 10 Minuten und 20 Minuten. 10 Minuten die einfachen Fälle, wo alles schon da ist, alles klar ist, 20 Minuten, wo man das eine oder andere mal nachkontrollieren muss, weil bestimmt der Elternteil aus einem Gebiet stammt, der nicht zu den Grenzen von 1918 gehört hat. So, und dann gibt es natürlich Leute, die weit über das Maß hinaus, wo man sagen kann, das ist ordentliche Arbeit, gearbeitet haben und wirklich Außergewöhnliches geleistet haben und überhaupt nicht in den Vordergrund treten und auch nicht drängen wollen. Und ich komme gar nicht hinterher, immer wieder zu betonen, dass sie sehr gute Arbeit machen. Und ich finde das ungerecht, wenn Leute Mist bauen und sich vorne ranstellen und Leute, die gute Arbeit machen, überhaupt keine Erwähnung finden. So, und da muss man mal ein bisschen was gerade rücken. Und die erste wichtige Sache, die man begriffen haben muss, die Wahlkommission hat im Prinzip die Funktion eines Schiedsgerichtes. Und wenn man so will, ersetzt das Schiedsgericht, weil wir ja keine höhere Verwaltungsbehörde haben. Die höhere Verwaltungsbehörde ist genau die, die nach Rustag uns die Staatsangehörigkeit ausstellen darf und ausstellen muss. So, und die ist eben nicht vorhanden, weil der Hitler damals die ganzen Beamten aus dem Staat entfernt hat und überall seine Parteisoldaten eingesetzt hat. Wenn man jetzt auf der Strecke reitet und sagt, okay, der Hitler hat versucht, die Weimarer Republik zu entkernen und die staatliche Ordnung wiederherzustellen, das könnte man annehmen, wenn er hätte denn nach der Machtübernahme die Regierungsgeschäfte an den Kaiser zurückübergeben. Und das hat er eben nicht gemacht. Er hat einfach weitergemacht. Und als der Kaiser gefragt worden ist, ob er denn noch das Ausfertigungsrecht ihm übergeben will, hat er das abgelehnt. Denn man muss nämlich eins wissen. Wenn der Hitler für sich in Anspruch nimmt, ein Deutscher zu sein und die Funktion eines deutschen Kanzlers zu übernehmen, dann muss er natürlich wenigstens erstmal die Voraussetzungen nach Rustag erfüllen. Und die erfüllt er offensichtlich nicht, weil nämlich, wenn er Österreich-Ungar ist, er natürlich die Staatsangehörigkeit von Österreich-Ungarn hat. Und wenn er die hat, muss er zunächst eingebürgert werden. Und diese Einbürgerung kann natürlich nicht erfolgen, wenn die kaiserlichen Bundesstaaten zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr da waren. So. Das hat sich bis jetzt anscheinend überhaupt noch keiner überlegt. Wie kann denn ein Reichskanzler von einem anderen Land oder sagen wir mal ein Bürger von einem anderen Land zum Reichskanzler werden und dann im Prinzip in Gesetze rein ändern, obwohl er die grundlegendsten Anforderungen der Staatsangehörigkeit nicht erfüllen kann? Weil nach Rustag müssen die anderen Staatsangehörigen der Einbürgerung erstmal zustimmen. Das ist nämlich nicht passiert. Man hat ja den Hitler im Prinzip durch Tricks und Kniffe versucht, aus der österreich-ungarischen Staatsangehörigkeit in die kaiserliche rüberzuziehen. Und sobald er die gehabt hat, hat er versucht, das Staatsangehörigkeitsgesetz zu ändern und hat am 5.2.1934 Gesetz gemacht, was die Bundesrepublik heute verwendet, um Wahlen zu machen. Das heißt, wir haben mit der deutschen Staatsangehörigkeit Deutsch um die Ecke kommt. Hat die vom Hitler und nicht die vom Rustag. Und der gelbe Schein würde die Sache einfach nur verschlimmern, weil der gelbe Schein eine Staatsangehörigkeit verleiht, die niemand haben kann, dafür aber die echte entzieht. So. Und demzufolge gibt es natürlich dann Migranten, die weggeschmissene echte übernehmen und sich die Leute dann wundern, wieso die mehr Rechte haben als wir. So, und wer noch nicht genau weiß, wohin das alles führt, der braucht sich bloß mal das Wahlprogramm der NSDAP angucken. Und da gibt er mal bei DuckDuckGo einfach mal ein, Wahlprogramm der NSDAP. Da sind 25 Punkte genannt. Und da guckt euch mal den Punkt 7 an. Und damals haben die natürlich das Ding für die deutsche Bevölkerung gemacht. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn man genau das gleiche Parteiprogramm jetzt zugunsten der Migranten umschreibt, dass dann genau das Regierungsprogramm der EU rauskommt. Der CDU, der Grünen und der Linken. Und zwar 1:1. Im Prinzip ist es eine faschistische Diktatur, wo jetzt nicht der Deutsche der Herrenmensch ist, sondern der Migrant. Und der Deutsche hat zu machen, was der will. Und das ist genau das, was momentan läuft. Das ist im Prinzip Verfassungshochverrat, was die Frau Merkel und ihre Regierung da vorhat. So, und jetzt ist die Frage, inwieweit lässt sich das Volk das gefallen? Da ist eine ganz einfache Rechnung aufzumachen. Das Volk folgt dem Geld. Ne? So, solange das Geld da ist und man über das Geld auch was kaufen kann und ein schönes Leben aufbauen kann,
dann entsteht eben der sogenannte Schlafmischel, der sich alles gefallen lässt, seine freiheitlichen Rechte entziehen lässt und dann irgendwann feststellt, dass beim Untergang des Geldsystems im Prinzip seine Freiheitsrechte genauso untergehen wie seine Möglichkeit, sich zu ernähren, seinen Besitzstand zu erhalten und seine Freiheit zu behalten. So, und das kann über Nacht weg sein. Und man hat also darauf hingearbeitet, und das kann man auch in den Protokollen der Weisen von Zion nachlesen, dass genau das beabsichtigt ist. Und die Freimaurer sozusagen falsches Spiel spielen und sozusagen Parteien und irgendwelche NGOs vorschalten, damit uns der eigentliche Zweck dieser ganzen Sache nicht klar ist. Man versucht also einen regelrechten Volksaustausch zu machen, also die Deutschen aus dem Lande zu vertreiben und ein anderes Volk hier zu etablieren, was dann über uns herrschen soll. Und damit denen die Herrscherei nicht allzu schwer fällt, kriegen die von Anfang an über eine verbogene Linksjustiz Rechte zuerkannt, die sie nicht haben, und uns Rechte entzogen, die wir haben, aber nicht durchsetzen können, weil einfach niemand an der Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit mehr interessiert ist. Und wer das immer noch nicht glaubt, der braucht sich bloß mal die eine Veranstaltung des Bundestags angucken, wo die Claudia Roth behauptet hat, dass 100 Abgeordnete die Hälfte von den 790 insgesamt stimmberechtigten Abgeordneten wäre und dass deswegen der Bundestag beschlussfähig wäre und der Antrag der AfD zum Hammelsprung abzulehnen ist. So. Und da müssen wir keine große Mathematik studiert haben. Man merkt also, dass hier die, stellvertretend, ich weiß nicht, was sie jetzt von der Funktion hat. Eigentlich ist sie keine Deutsche, die hat eigentlich im Bundestag überhaupt nichts zu suchen. Aber egal, sie hat sich eben vorne rangesetzt, die Parteien haben das geduldet und die haben damit einen Verfassungsbruch begangen. Einen ziemlich schwerwiegenden auch. Aber haben im gleichen Moment dem Volk gezeigt, dass es hier nicht in einer normalen Diktatur lebt, sondern, in einer normalen Demokratie, sondern eben in einer Diktatur. Und dass sich diese hässliche Fratze der EU, des EU-Faschismus gerade in dieser Sache sehr deutlich gezeigt hat. Das muss man einfach so sagen. Die AfD will jetzt versuchen, rechtliche Schritte zu unternehmen. Die Frage ist, ob das überhaupt geht oder ob nicht von Anfang an die ganze Geschäftsordnung des Bundestags so ausgelegt ist oder so konstruiert wurde, dass überhaupt keine Demokratie durchgeführt werden kann. Sondern dass es einfach nur ein Theater ist, um das Volk zu beruhigen, weil nach wie vor eben NGOs bzw. auch eben der Besatzer das Land dominiert und uns vorschreibt, was wir zu denken und zu glauben haben und sich selbst aber nicht an seine eigenen Rechte hält. Das ist das, was ja sehr offensichtlich ist. Ja, und dann kommen natürlich viele Leute und sagen, ja, wir brauchen unbedingt einen Friedensvertrag. Na, wieso denn? Ich habe es so oft erklärt, ich muss es nochmal erklären. Friedensverträge können Staaten schließen, die miteinander in einem Kriegszustand sind. So, und direkte Kriegsbeteiligte. Da überlegen wir uns. Wenn es einen Friedensvertrag gibt, muss es den erstmal zum Ersten Weltkrieg geben. Dann gab es den Waffenstillstand von Compiègne und nochmal 1919 nochmal in Saint-Germain, oder wenn man es richtig ausgesprochen hat, einen Friedensvertrag. Und beide sind nicht gültig, weil diese ja immer auch einen Staatsvertrag darstellen und Staatsverträge hätte der Kaiser unterschreiben müssen. Und als man dann dahinter gekommen ist, sind sie dann auch sagen wir mal, zu dem Schluss gekommen, dass die ganzen Verträge, die die Weimarer Republik gemacht hat, alle insgesamt nichtig sind, weil ab 28.10. 0 Uhr nichts mehr verfassungskonform ausgefertigt worden ist. So. Also wissen wir, können also nur davon ausgehen, dass bis zum 27.10.1918 alles korrekt war. Und da kann man auch von einem Staat sprechen. Und 28.10. gehört dann sozusagen zur Weimarer Republik, weil an dem Tag ein Putsch stattgefunden hat. Und man sieht das auch dadurch dokumentiert, dass man in der geplanten Verfassungsänderung vom 28.10.1918 nur noch die Unterschrift Max von Baden auftaucht. Und Max von Baden aber auch gleichzeitig Beteiligter an dem Putsch war, also sozusagen seine Unterschrift nichts wert ist. Es gehörte die kaiserliche drauf und auch die kaiserliche Ausfertigung. Das wäre ein korrekter Staatsakt gewesen, alles andere sind Akte von Besatzern oder Putschisten. Und eben diese müssen sich an die Haager Landkriegsordnung halten und dort steht drin, dass es ohne triftigen Grund
das allgemeine Landrecht einzuhalten ist. So, mit dem allgemeinen Landrecht ist das preußische allgemeine Landrecht zu verstehen und das Recht, was bis zum 27.10.1918 ausgefertigt ist. Und alles, was nicht ausgefertigt ist, steht da also noch im Feuer. Und es steht nicht nur die Gesetzgebung, die bis zum 27.10. drin steht, sondern die, die in dem Prozess der Ausfertigung noch hängen geblieben ist. Und da sieht man, wenn man die Gesetzessammlung mal durchgeht, dass es da Ungereimtheiten gibt, die ungefähr so ab Juni 1918 losgehen, nämlich dort, wo nur die Andrucke der Gesetzesvorlagen vorhanden sind, weil die Gesetzessammlung immer erst am Jahresende zusammengestellt worden ist, nachdem alle Ungereimtheiten und Vorbehalte ausgeräumt wurden. So, das heißt, wenn man das staatliche System wiederherstellen will, müsste man also das komplette Jahr 1918 nochmal gedanklich durchgehen und sich überlegen, ob man das so will oder nicht. Und wenn die kaiserliche Ausfertigung fehlt, hat der neue, ich sag mal so, Reichstag unter der staatlichen Gesetzgebung durchaus die Möglichkeit, das eine oder andere noch nachzubessern. Aber insofern, wie das nicht erfolgt ist, ist das zu machen, was bis zum 27.10.1918 angewendet worden wäre. So. Und da muss man sich überlegen, wie die Gesetze der Reihe nach fortgeschrieben worden sind. Und da kann nicht einer kommen und sagen, wir müssten auf den Rechtsstand von 1914 oder von 1913 oder von 1800 noch was zurücksetzen. Nee. Der Staat hat bis zum 27.10.1918 funktioniert. Und man muss natürlich wissen, dass mitten während dem Krieg die Fortschreibung des Melderegisters nicht komplett waren. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle erfasst. Und ein großer Teil der deutschen Bevölkerung war aufgrund der Kriegswirren noch nicht ordentlich in dem Melderegister hinterlegt. Man ging also davon aus, dass es nach ein paar Jahren, ich sage mal so im Zeitraum von 10 Jahren, also bis 1918, hätte abgeschlossen sein müssen, aber da geht eben nicht unter Kriegsbedingungen. So, das heißt, die ganzen Einbürgerungen, die nach dem 27.10.1918 passiert sind, erstmal grundsätzlich anzuzweifeln sind, weil die Weimarer Republik nach einem anderen Regularium eingebürgert hat, wie das die Bundesstaaten gemacht haben, weil die Bundesstaaten hatten nämlich alle noch ein Vorbehaltsrecht. Und die konnten sagen, nee, also der Einbürgerung stimmen wir nicht zu, der Einbürgerung stimmen wir zu. Und da die Bundesstaaten mit dem Putsch vom 28.10. beseitigt worden sind, gelten also nur die Einbürgerungen bis zum 27.10. als rechtmäßig und der Rest wäre notstandsrechtlich fortzuschreiben. So, und jetzt müssen wir nämlich erstmal gucken, wer darf denn das überhaupt? So, wenn die höhere Verwaltungsbehörde nicht da ist, kann es noch ein Schiedsgericht, also ein Amtsgericht, erstmal muss man sagen, ein Amtsgericht. Amtsgericht kann das feststellen. Das gab es im Kaiserreich auch schon. Und wenn das Amtsgericht nicht da ist, müsste eine Wahlkommission das tun, die vom Bürgermeister einzuberufen ist. Aber kein vom Bürgermeister der BRD, sondern eben den, der auf der staatlichen Grundlage gewählt ist. Und da das keiner der heutigen Bürgermeister auch ist, ist also der Bürgermeister, der es einberufen kann, auch nicht da. Das heißt, wir müssten noch einen Schritt zurückgehen und da kommen wir dazu, dass der Bürgermeister ja auch nur einen Aufruf macht, eine Wahlkommission zu gründen. Und die müsste dann das erstmal prüfen. So. Aber die darf keine politische Arbeit machen. So. Und wenn aber eine Wahlkommission jetzt so tut, als wäre es eine Partei und will eine Übergangsregierung oder irgendwelchen anderen Schwachsinn verzappen, dann muss natürlich derjenige, der eine gewisse Aufsichtspflicht hat, an der Sache ja mal einschreiten. Und das bin ich zurzeit. So. Und das hat nicht mit Diktatur zu tun, sondern wir müssen verhindern, dass falsche Einträge in dieses Wählerverzeichnis kommen. Und demzufolge kann auch keiner in dem Wählerverzeichnis stehen, der einen gelben Schein hat. Weil der gelbe Schein nun mal ein Ausdruck der Weimarer Republik ist. Er trägt das Logo der Weimarer Republik, er trägt falsche Angaben, er ist nicht nach der äußerlichen Form von dem Staatsangehörigkeitsgesetz ausgefertigt, weil alle Staatsangehörigkeitsurkunden müssen zwingend in Faktur ausgefertigt sein. Es muss das Siegel drauf sein, was am 27.10.1918 hätte verwendet werden müssen. Und es muss die ursprüngliche Rustag-Staatsangehörigkeit draufstehen, die auf dem Rustag hervorgeht, was am 27.10.1918 verwendet worden wäre. Und alles andere, was davon abweicht, ist ungültig. So. Demzufolge können wir in der Bundesrepublik gar nicht wählen, weil schon mal das Wahlgebiet überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, was am 27.10.1918 als Wahlgebiet anzusehen war. Und das ist auch Inhalt der Wahlanfechtung, die bei der Europawahl greifen wird und die ich dann in den nächsten ein, zwei Tagen noch fertigstellen werde. Ich habe schon angefangen.
Schriftsatz ist im Großen und Ganzen fertig, aber ich muss natürlich noch ein bisschen was machen. Und aus diesem Grund habe ich natürlich nicht so sehr viele Videos gemacht und hochgeladen, wie es sonst ist. Und ich bitte da um Verständnis. Momentan sind einige Server wohl down. Liegt daran, dass einige bei uns Deutschland ihre Mitgliedsbeiträge nicht überwiesen haben und ich nicht immer die Bank spielen kann und jetzt mal die Offenstände ausgleiche. Ich hoffe mal, dass ich in nächste Woche privates Geld wieder nachschießen kann, aber momentan muss ich mich erstmal mit den Sachen befassen, die jetzt erstmal wo Fristen drauf sind und wo bis Freitag alles abgegeben werden muss. So, und da bitte ich Verständnis, dass ich das nicht in Gefahr bringe. Ja? Wir wissen ja, dass am 25.05. oder 26.05. war die Wahl, also wir haben 2 Monate, sind also nur noch wenige Tage für die Wahlanfechtung und die geht erstmal vor. So, das heißt, wer was beisteuern will, kann gerne über das PayPal-Konto was beisteuern und dann würde ich mit dem Hoster reden, dass er die Rückstände mal verrechnet und dann können wir die Server gerne alle wieder hochfahren, aber sonst bleibt das alles erstmal down. Meine wichtigen Server, Jonacos, Jona-Mission, bleiben an und da komme ich auch privat oft dafür, dass die laufen, aber alle anderen 20 Server und Projekte, wo die Leute nicht ordentlich sich beteiligt haben, die werde ich jetzt erstmal schlafen legen. So, gut, also wisst ihr erstmal Bescheid. Also wenn irgendeiner in der Wahlkommission auftritt und irgendwelche politischen Programme durchzieht, da wisst ihr, wo die ihren Most holen. Das hat garantiert nichts mit uns zu tun, das hat nichts mit der patriotischen Bewegung zu tun. Und wer dann noch kommt mit irgendwelchen Hitler-Ambitionen, da möge sich bitte zu den Reichskanzlern begeben, die da irgendwie dort was mit dem Hitler machen wollen. Wir können nur auf der staatlichen Grundlage existieren und Entscheidungen treffen. Und das habe ich auch immer wieder gesagt. Und wenn dann irgend so ein Verfassungsschutz-Heini uns eine Hitler-Gesinnung andichten will, dann müssen wir mal das Strafgesetzbuch rausholen und dem mal Amtsanweisungen und irgendwas anderes einschenken. Weil der Verfassungsschutz ist nun mal auf seine Verfassung festgelegt und wir können dann ganz einfach festlegen, welche Verfassung gilt. Wir brauchen nämlich bloß mal ins Staatsangehörigkeitsgesetz reingucken. Und wenn das Ausfertigungsdatum 22.07.1913 drin steht, dann wissen wir, dass die Weimarer Reichsverfassung nicht gilt, dass die Änderungsgesetzgebung zur Verfassung nicht gegolten haben kann, weil sonst hätte nämlich die Amtshandlung der sogenannten Reichskanzler gegolten. Die haben aber alle keine verfassungsmäßige Ermächtigung. Die GZ fällt auf den Rücken, weil sie keinen Staatsvertrag machen können, ohne dass der Kaiser unterschreibt. Und die ganze Wahlgesetzgebung ist eh null und nichtig, weil die Grenzen des Grundgesetzes, in dem die Bundesrepublik wählt, nicht mit den Grenzen übereinstimmen, die von Staat gelten. So, und wer das nicht glaubt, der möge sich bitte mal erinnern, dass das Staatsgebiet von 1918 durch Polen geht und dass das Saarland kein rechtmäßiger Bestandteil der Bundesrepublik ist. Nämlich schon seit 2010 oder 12 ist das mal geändert worden. So, die sind raus und Gebiete, die dazugehören, sind noch nicht zur Bundesrepublik zugeordnet worden, nämlich als das Lothringen. So, insofern stimmen die Wahlergebnisse überhaupt nicht und es fällt mindestens ein Sitz auf, um. Und außerdem haben wir noch im Bundesrat ja einen Sitz zu beanspruchen, den die Polen stellen müssten für das Wahlgebiet von 1918. Und ich habe noch nie gesehen, dass im Bundesrat ein Pole sitzt, der für die polnischen Gebiete von 1918 eine Stimme hätte. Demzufolge sind die Entscheidungen des Bundesrats auch alles Knüllpapier. So, das wird er dann in der Wahlanfechtung lesen. So, ich möchte das Video erstmal kurz zuschließen. Ich werde vielleicht morgen dann nochmal eins machen. Ich möchte bloß erstmal die aktuellen Entwicklungen bekannt geben. Und ich werde dann nochmal ein kurzes Video nachschieben, was mit den aktuellen Entwicklungen Jeffrey Epstein und so noch zu beachten ist, was in den Medien immer ein bisschen zu kurz kommt, weil das Verständnis, was da gelaufen ist, nicht so richtig komplett ist. Na, das machen wir dann später nochmal. Okay, ich danke.